Was, ich weiß auch nicht, was das werden soll. Sind die sogar wieder alleine? Die ganzen anderen Nationen haben ihre Truppen abgezogen. Da waren ja mal übelst viele Divisionen anderer Nationen dabei, ne? Aber nix. King Edward survives Abdiction Crisis. Aha. Ganz wichtig. Nach langer Überlebung kannst du auch, glaube ich, die Antwort zu meiner damaligen Einstellung geben, zu den Zivilfabriken. Hast du weniger Zivilfabriken, können auch weniger für Zivilgüter missbraucht werden. Endlich versteht es einer, was der Gedanke dahinter war. Nach all der Zeit. Schon gedacht, das lernt gar keiner mehr. Vielleicht ein bisschen mehr Close Air Support. Und Heavy Tanks brauchen wir auch noch einige. Die Produktion hier fahren wir leicht runter. So, was wir jetzt machen ist. Überall drei Panzerdivisionen rein. Mal gucken, was wir dann überhaupt brauchen. Das wird sich jetzt eh gleich ganz leicht ändern. Panzerdivision, Panzerdivision. Jetzt wird sich die Marinedivision weg. Warum hat der 25? Nee. Egal. Ja, du kriegst erstmal nur. Warum ist diese Division automatisch ausgewählt eigentlich? Nee, nicht Mosellaner. Hier, Panzerdivision. Und da switchen wir die beiden auch zu Panzern. So, dann habe ich doch noch die anderen Divisionen gebaut hier, die Motorized, genau. Ist halt die Frage, ob man da nicht vielleicht sogar noch ein paar mehr rein... Oder Mechanisierte. Haben wir nicht Mechanisierte? Die Dinger müssen wir irgendwann erforschen. Melde sich niemals als Demokrat. Niemand. Weiß ich nicht. Scheinbar möchten keine Leute demokratisch sein. The Skull of Chief Mkava. Germany returns the Skull of Chief Mkava. Oder auch nicht. Natürlich geben wir diesen Kopf zurück. Was juckt mich dieser Kopf? Ich habe genug Köpfe hier rumliegen. Was? Wieso mobbst du eigentlich nicht mit, wenn du mal nicht das Ziel bist? Add Makrele. Keine Ahnung. Frage ist, ob Makrele überhaupt da ist. Die ist eigentlich nie da. Die ist immer nur kurz am Anfang da. Kanada intervenes in the American Civil War. Das wird jetzt bestimmt... Oh, shit. Oh, shit. Das heißt, die Pacific States of America haben jetzt die beste Chance zu gewinnen. Weil die jetzt Unterstützung noch von Kanada haben. Finnland möchte Ausrüstung haben, könnte er gerne haben. Brauchen jetzt vor allem Heavy Tanks. Das ist auch das, was ich mir schon dachte eigentlich schon wieder. Die Heavy Tanks natürlich dann wieder den größten Bedarf haben werden. Infantry Equipment haben wir eigentlich noch ein bisschen. Da können wir auch die Produktion ein bisschen zurückfahren. So, Infrastruktur ist jetzt dann überall eine Stufe ausgebaut. Dann, sieht doch schon viel schöner aus jetzt hier. Das sieht doch schon viel schöner aus. Das kannst du viel besser bauen hier. I like it. Unsere ganzen Panzerdivisionen werden auch hoffentlich ihren Job gut machen. Was ist besser, Heavy Tanks oder Heavy Fighter? Heavy Tanks, Heavy Fighter sind ja nutzlos, haben wir herausgefunden. Heavy Fighter sind ja nicht das wirklich Wahre. Das hätte ich noch machen können. Stimmt. Demokratie in Preußen. Eigentlich totaler Blödsinn, aber egal. Was ist denn mit diesem White Ruthenia? Ich schwöre, hier extra die ganze Zeit dieses White Ruthenia, was auch immer das sein soll. Okay. Finde ich gar nicht. Auch interessant.
Equipment, Shipments to East Asia, jawohl. Die werden zwar niemals in der Lage sein, den Bürgerkrieg zu gewinnen da, oder den Krieg gegen diese Indo-Chinese Union, aber auf dem Papier tun wir mal so, als ob wir irgendwas damit beeinflussen könnten. Soft Attack plus 15%, Hard Attack plus 10%. Das ist auch interessant. Ganz kurze Frage. Was ist da gerade passiert? Eigentlich? Mit Mittelafrika? Hatten die einen Krieg oder was? Hey, was war denn das gerade? Findet auch gar nichts zu. Irgendwas ist passiert, aber ich weiß nicht was. Irgendwas mit Mittelafrika. Aber die sehen ja aktuell noch sehr stabil aus. Italien hat die Sardinien den Krieg erklärt, also die kriegen auch überhaupt nicht genug. Das sind richtige Hetzer, sind das. Ah, sind jetzt aber mit dem French State im Krieg. Das wird jetzt interessant. Hallo, Motherfucker. Alter. Ja, hallo, Donnerkönig. Japan ist aktuell noch nicht im Krieg mit uns. So. Jetzt. Die United States of America ist mit allen im Krieg. Die American Union State ist nur noch mit denen im Krieg. Ja, damit ist, das ist jetzt interessant, weil die United States of America damit jetzt wahrscheinlich gleich rausfliegen. Die Deutschen schaut es aktuell noch sehr human aus, weil wir aktuell noch nicht im Krieg sind. Wir chillen noch, mehr oder weniger. Bei uns geht's quasi nicht ab. Wir machen gar nichts. Alles cool, alles chillig. Einzige, was wir machen, ist hier unsere Truppen aufbauen. Wir brauchen halt jetzt relativ viele Heavy Tanks. Das dauert leider auch ewig, bis du die gebaut hast. 2500 Stück. Tomate macht Dragonfire Demokrat. Er ist ein alter Demokrat, ist es doch. Der ist in der Bundeswehr. Die Leute in der Bundeswehr müssen ja demokratisch sein. Ob sie wollen oder nicht. Wenn du rechtsradikal oder linksradikal bist, in der Bundeswehr fliegst du gleich raus. Deswegen raus. Also, eintragen als Demokrat. Den guten Dragonfire. Na, Osman, ja, müssen sie langsam aufpassen. Shelling of Elfringen, was für ein Ding? For weeks now, tensions have been skyrocketing on the Franco-German border. As the Army Populaire underwent military exercise in the French. Kommt jetzt 06:30 Local Time. Ah, die guten Morgenstunden. Französische gepanzerte Truppen waren in einem Feuergefecht. Untereinander, weil sie ja getrainiert haben. Und viele wurden getötet. Auch unsere eigenen, oder was? Anti-French protests have already broken out across Germany. Aha. Und preliminary mobilization is underway in both nations. Aha. Demand an official apology. Allerdings. Ich möchte eine Entschuldigung von den Baguettes, ansonsten gibt's Fressenpolierung. Was denken die denn, wer die sind, diese Baguette-Gesichter? Niemals werden wir es hinnehmen, dass deutsches Gebiet bombardiert wird. Niemals. Kann nur eine Antwort geben auf dieses frevelige, bösartige, hinterhältige Verhalten der Franzosen und das ist der totale Krieg. Also die kommen zu mir und huldigen mir und entschuldigen sich, dass ich erstmal aufhören zu trainieren. Und entschuldigen sich bei mir, dass sie Scheiße gebaut haben und dass sie mir dafür die Ländereien abtreten. Aber da müssen wir mal gucken. Ja, französische Organisationen müssen auf alle Fälle raus. Entschuldigen die sich jetzt oder nicht? French Apology for the Elfringen Incident.
After our ambassador in Mexico has been informed by the French diplomatic mission that our ultimatum would be answered very soon, the communards have formally apologized for the shameful act of war in Elfringen und haben ihre Truppen abgezogen. Also wir, angeblich sind wir bereit, das anzunehmen. Aber es geht um die Meinung der Öffentlichkeit. Der Kronprinz möchte quasi dafür sorgen, dass die roten Mörder beseitigt werden. The Generalstab has advised against any sign of leniency that could be misunderstood by the French for a sign of weakness. Was machen wir jetzt? Kompensierung fordern, auf Krawall gehen oder nehmen wir die Entschuldigung an? Wollen wir den dritten Weltkrieg, den zweiten Weltkrieg oder wollen wir ihn noch nicht? Was meint ihr? Naja, alle wollen Krieg. Keinen, der keinen Krieg will, oder was? Also, auch interessant. Na gut, dann fordern wir Kompensierung. Gib uns den totalen Krieg. Wie lange brauchen die eigentlich, um sich immer wieder zu sammeln mit der Orga? Dauert ewig, meine Güte. So, the Commune of France has refused to compensate us. The French answer to our compensation demands has been increasing level of military actions at our border and terrorist attacks in Metz and Strasbourg and threats of total war. In a broadcasted message to the French nations, der Stuhlmann von irgendjemanden hat erklärt, wir werden den barbarischen Deutschen kein Gold zahlen, aber mit roten Flaggen, den roten Flaggen unserer Soldaten, mit der Hilfe der unterdrückten Deutschen, werden wir sehr bald Straßburg, Frankfurt, Berlin, München, Hamburg, Breslau und Königsberg besitzen. Aha. In Berlin, as thousands march in the street under nach Paris, Banners. Nach Paris. Die französische Regierung so, wir machen Krieg. Das deutsche Volk so, kauf nach Paris. Okay. We are not ready to confront the Commune of France. We must be ready when they come. Let's go. It's time for war, meine Freunde. Wir machen den Franzmann kaputt. Hoffe ich. Alle stehen an meiner Seite. Ja, das ist doch mal erfreulich. So, was wir jetzt erstmal brauchen ist Flugzeuge. Komm mal jetzt darüber. Erstmal um Nordfrankreich kümmern, das ist immerhin relativ human. Ah, da ist ein Tactical Bomber dabei. Schau an. Was haben wir denn sonst noch so alles? Das sind Transporter, die brauchen wir nicht. Kampfgeschwader nehmen wir natürlich auch gerne mit. Dorthin. Ich glaube eh nicht, dass die Franzosen uns den Krieg erklären. Dafür sind sie viel zu feige. Aber es wird, oder es kann natürlich sein, dass es jetzt dann gleich automatisch einfach getriggert wird. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das werden wir jetzt dann bestimmt gleich sehen. Kannst mal aufhören zu trainieren. Okay, was haben wir hier noch? Das sind Fighter. Sonst nichts mehr. Close Air Support. Nehmen wir auch noch mit. Ah, okay. kleiner Fehler meinerseits. Also eigentlich großer Fehler meinerseits. Könnt ihr kurz dort oben hin? Meine Güte, die deployt halt schneller. Jetzt hat. Einmal dorthin und einmal dorthin. Blub, blub. So, passt. Sehr gut. Und damit sind wir eigentlich alle soweit ready. Für den Krieg gegen Frankreich.
Hoffe ich mal, dass er jetzt auch kommt. Zeigen wir ihnen, dass wir aus ihren Baguettes nur Brötchen machen. Was ist das? Solidify Control? Also. So, unsere Agenten sind ja auch schon in Frankreich unterwegs. Da können wir übrigens mal das hier machen. 2660 Tage. Naja, Respekt. So, wir sind bereit für Krieg, Frankreich. Seid ihr auch bereit für Krieg? Echt nur 30 Divisionen hier? Es sind noch mehr als 30 Divisionen. Nee, es sind echt nur 30 Divisionen. Ich meine, gut, das ist die Third International und das ist Moscow Accord. Die Frage ist halt, ob Moskau uns dann hintergeht oder nicht. Ich würde, vielleicht könnten wir ja eine Armee sogar abziehen und dort mit hinschicken. An die Baguette Front. Safe ist safe. Lieber zu viel Truppen als zu wenig. Medium. Ah! Ja, euer Scheiß Ernst, Alter. Euer Drecks Ernst. In der Sekunde, wo ich meine Armee abziehe, kommen die Russen. Ah ja, wir könnten ja den Deutschen den Krieg erklären, ne? Ihr wollt doch alle verarschen, echt. Gut, die Schweizer abzudecken ist eigentlich nutzlos. Drücken wir die schon mal dorthin. Können das jetzt nicht auch noch vorbereiten. Ach, ist das ein Witz. Was ist unser Einheitenlimit? 215, mehr können wir nicht haben. Ey, ich schwör, die Russen, ey. Das ist, als ob die ganze Zeit drauf gewartet hätten, weißt? So, die French State ist eigentlich an sich stärker als die Italiener selber. Aber mal gucken, ob und wie sie da ihre Stärke umsetzen noch nachher. Ja, United States of America, die haben gar keine Chance mehr. Die sind jetzt im Krieg mit allen. Interessanterweise haben die immer noch die meisten Divisionen. Haben die meine Agenten gesnackt? Nicht so toll. Nicht so toll. Das stimmt, ja. Früher konnten die Generäle 500.000, 600.000 Einheiten haben. Jetzt können sie nur noch ganz wenige haben. Früher war das besser. Warum die jetzt diesem dummen, dreckigen Bündnis beigetreten sind. Aber gut, viel Spaß. Wann ist eigentlich der Tag-Nacht-Wechsel angegangen? Oh, was ist da eigentlich los? Was ist das denn? Was machen denn die Briten hier? Oh, die Briten sind auch im Krieg mit dem French State. Aha. Warum kann ich eigentlich... das ist eigentlich auch interessant. Ich kann ja auch irgendwie keinen den Krieg erklären, ne? Das fällt mir jetzt erst auf. Wir haben ja eigentlich nicht wirklich die Möglichkeit, dass wir irgendjemanden aktiv den Krieg erklären. Über... irgendwas. Muss man schon mal negativ anmerken. Portugal ist weg. Ich kann nicht mal Justify Wargoyle machen. Before the Second Weltkrieg starts, Wargoyles can only be gained from national focuses, events and decisions. Okay. Wir haben quasi keine Möglichkeit, Krieg zu erklären. Wir müssen einfach warten, dass die Kacke irgendwann zum Dampfen kommt. Das ist auch interesting. Bulgaria joined the Donau-Adria-Bund. Das hoffe ich ja mal, dass uns das noch zu gut, vielleicht noch zugute kommt irgendwie, dass die da noch ein bisschen uns helfen oder so. Und auch generell, ich weiß es ja, wir wissen ja noch nicht, wie das ablaufen wird mit dem Zweiten Weltkrieg. Was da die Bündnisse nachher sind. So, das Ding ist auf alle Fälle mal besser. Oh, Aserbaidschan hat dem Iran den Krieg erklärt. Das wird jetzt interessant, dass Aserbaidschan, also dass die Osmanen doch nochmal Hilfe bekommen.
Da wir alle so schlimme Kriegstreiber sind, kann ich nur sagen, German, what is your craft? What is your Kraft? Die deutsche Kraft. Brasilien möchte Investments, gerne doch. Ich akzeptiere Investments immer. Die Osmanen sind kapituliert übrigens. Oh, Brasilien möchte den Reichspakt beitreten, okay. Das ist doch mal eine Sache. Habe ich das jetzt abgelehnt? Könnt ihr mal kurz wegschauen, ich lade nicht neu. Habe ich das jetzt abgelehnt? Ich habe das doch angenommen, oder nicht? Ich habe doch auf Ja geklickt. Schau nochmal. Das Event müsste ja gleich nochmal kommen. Erstes Investment. Und dann müsste ja gleich die Anfrage kommen, dass sie beitreten. Wahrscheinlich nicht mehr jetzt, doch. Of course, doch. Germany has agreed. Doch, das habe ich doch geklickt. Of course. Sehr komisch, wie ich finde. Ah, okay. Ignoriert mich. Da wird heute nichts Gescheites mehr draus. Hejaz ist dem Kairo-Pakt beigetreten. Die Osmanen wurden vernichtet. Und mussten einige Gebiete abtreten. Einiges haben sie verloren. Dafür gibt es jetzt neue Länder. Libyen, Syrien. Was ist denn jetzt hier eigentlich mit? Wir haben jetzt hier zwar Krieg, Kriegsandrohungen. Beide Seiten hassen sich. Und Russland hat uns jetzt den Krieg erklärt. Das ist, ich hasse die Russen. Und jetzt Justified of Frankreich gegen uns. Wird interessant, sagen wir es mal so. Also Fakt ist auf alle Fälle, dass wir hier sogar angreifen zum Teil. Schieben wir unsere Luftwaffe erstmal da kurz um. So ein bisschen. Ja, gibt halt so viele Lufträume hier, ne? Das ist ja das andere, weil da hast du wieder 1000 Lufträume, die du abdecken kannst. Schauen wir mal. Mach's gut, PRG. East Turkestan wurde gerufen als Verbündeter. Ja, das könnt ihr gerne machen. Jetzt schauen wir mal. Ah, wir haben ja viele Verbündete auch, ne? Wallonien möchte helfen. Shanghai möchte helfen. Schauen wir mal. Georgia requests to join the Reichspakt. Naja, alle rein ins Bündnis. Umso mehr, desto besser. Jetzt ist eh schon wird. Wurscht. Der Zweite Weltkrieg ist ausgebrochen. Jawohl. The Russian Republic is called Afghanistan as our ally. As their ally. Nicht als our ally. Das warten wir natürlich mal ab. Wobei, wir haben schon komplett. Wie ist es denn? 42%. Würde mal sagen.
Wir versuchen erstmal die Russen ein bisschen zu schädigen. Mal gucken, ob das klappt. Luftüberlegenheit haben wir natürlich nicht. Hätte mich jetzt auch arg gewundert. Das ist noch Close Air Support. Schauen wir nochmal dort mit hin. Aber wir haben halt einfach zu wenig Fighter. Das ist das Hauptproblem gerade. Trotz allem, erstmal angreifen und ein bisschen abtesten, wie das so ausschaut. Bulgarien hat Griechenland den Krieg erklärt. Das ist auch interessant, weil das sorgt jetzt vielleicht dafür, wenn Griechenland irgendjemandem beitritt. Ach, Irland ist ja auch mit uns verbündet, ne? Die einzigen, die jetzt hier allerdings erstmal durchbrechen, sind die Russen. Wo ist denn ein bisschen defensiver das Ganze angehen? Ihr geht dort mit hin, dass wir hier nämlich nicht überrannt werden. Und switch mal kurz die Farbe mit denen, weil das ist ein bisschen zu unübersichtlich. Die haben fast alle die gleichen Farben. Okay, gut. Da sind sie vorgestoßen, werden aber auch gleich wieder zurückgepusht. Hier oben müsste man mal gucken, ob man es eventuell vielleicht sogar schafft. Die einzukesseln, weil ich jetzt erstmal über Guerilla Fighter reinschmeiß. Da, okay, Moment, dann, wir gehen ja eher defensiv. Static Warfare, ja, oder? Mehr Defensive. Planning Speed, Cavalry Attack, Daily Command Power Gain, Entrenchment Speed, jawohl. Alles auf Defensiv trimmen, erstmal. Wir sind jetzt dann in einem defensiven Krieg. Widerlicher Gedanke zwar, wenn ihr mich fragt, aber gut, was willst du machen? Achtung. Achtung, Achtung. Und jetzt hat uns Frankreich den Krieg erklärt, ja. Ja, ja, wobei Frankreich sieht nicht so stark aus. Vielleicht machen wir das jetzt wirklich wieder so. Pass auf. Switcheridoo. Und wir gucken erstmal, dass wir Frankreich vielleicht platt machen. Weil ich glaube, dass unsere Chancen bei den Baguettes ein bisschen höher stehen als bei den anderen Ochsen. Warte mal, ihr geht mal dorthin. Ihr geht dort hinten hin. Und ihr geht nicht dorthin, sondern... Ja, wobei, schwierig. Dorthin. So, Britannien wurde auch direkt gerufen und damit auch unter anderem Geldern. Da habe ich zwar Truppen stehen, die wirken jetzt aber erstmal in erster Linie ein bisschen überfordert mit der Situation, habe ich das Gefühl. Unerfahrene. Achso, der hat 30. Aha. Interessant, dass der 30 halten kann. Den nehmen wir gerne Non-Aggression Pact an. Übrigens. Ah. Ja. Greater Austria unterstützt uns auf alle Fälle schon mal mit Volunteers. Was, die haben sich umbenannt? Union of Britain? Hä? WB Dresden. Call to Arms. The Second Weltkrieg. Call to Arms. The Second Weltkrieg. Die treten nicht bei oder die wollen nicht beitreten? Jetzt hat's sehr gut. Weil jetzt können wir nämlich die niederländischen Linien umlaufen einfach. Cooperation with the Ente. Many of our military experts believe our war against the Third International will be a difficult one to win without some additional force applying pressure to the syndicalists. Fortunately, the experts of the Dominion in Canada appear to agree. They have suggested that we meet with the leaders from the Ente, now that we are also above the Commune of France. Ja, gerne doch. Gerne doch. Das wird uns auf alle Fälle nochmal ein bisschen Unterstützung bringen. Was wir immer brauchen können. Müssen wir erstmal gucken, dass wir die Niederlande wegkriegen. Das wird eh schon mal ein bisschen dauern, kurz.
Der Second Weltkrieg ist ausgebrochen. Ja, ich hab's direkt weggeklickt. Ihr kennt mich. Scheiß drauf. Das Ding ist, ich krieg das immer nicht hin. Da gab's irgendein Ding. Man kann ja Shift machen, ne? Shift und dann Klick die Desired Order. Armeegruppe 1. Ja, aber das Ding ist, wenn ich das... Ah, jetzt geht's, okay. Übrigens auch schönen Feierabend, ja. So, wir greifen direkt die Franzosen an. Das Schöne ist, es gibt hier keine Maginot-Linie. Die haben wir nämlich bei uns. Natürlich, nachdem wir den Ersten Weltkrieg gewonnen haben. Eigentlich auch komisch, dass sie dann keine Maginot-Linie gebaut haben. So als Angst, dass wir die nochmal angreifen. Rückt immer hier rein. Ah, wobei, klappt nicht. Nee. Bereit zum Ausrücken, jawohl. Und zwar vorrücken. Jetzt haben sie sich hier schon komplett hingestellt. Mann. Ah, so nett von euch. Dankeschön. Gerne. Tretet alle den Kriegen bei. Nicht Angriffspakte. Volunteers. Die Türkei sogar. Alle helfen mir. Alle mögen mich. Nur die Luftüberlegenheit, die klappt nicht. Doch, eigentlich schon. Weil ja auch feindliche, weil auch wirklich sehr viel feindliche Flugzeuge mit dabei sind. Wie viel Militär hat eigentlich Frankreich? Also wie viel Fabriken? Gar nicht so viel, 55. Wir haben 114. Mal gucken, wie lange sie das Ganze standhalten können. Schauen wir mal. Das wird das totale Chaos, ja. Allerdings. Okay, was ist jetzt hier passiert? Das eine Provinz? Ja. Machen müssen, wir müssen jetzt... Sie haben ja da von denen auch noch zurückgedrängt. Eieiei. Ist aber jetzt nicht so freundlich. Aber greift gerne erstmal an. Und das Ganze hier kann ich übrigens vergessen. Habe ich jetzt schon festgestellt. Da sollten wir ja einen defensiveren Approach wählen. Hier sieht es aber ganz gut aus. Viel Grün. In der Defensive. Mal gucken, dass wir die da noch zurückdrängen. Diesen Kessel, den die sich da gebaut haben. Das ist eine relativ lange Front. Und die Russen haben eh relativ viele Probleme. Vielleicht mischt sich dann auch nochmal jemand anderes mit ein später. Mit Frau und Kind ins Kino Minions schauen, das klingt doch auch schön. Kino ist doch immer schön. Wetter unabhängig. So, wir schmeißen einfach Einheiten rein, was wir haben. Um unsere Niederlande-Front zu stabilisieren. Romania declares the Treaty of Bucharest null and void. Ja, ganz toll. Der Belgrad-Pakt. Haben die jetzt ihr eigenes Bündnis gemacht? Ja. Das United States of Greater Austria. Und die anderen haben jetzt ihr eigenes Ding gemacht. Auch interesting. Also Chaos ist hier offiziell komplett ausgebrochen. So viel kann ich schon mal verraten. Weil das seht ihr selber wahrscheinlich auch. Du genießt Terrasanien. Das ist auch sehr löblich. Sehr schön. Würde ich auch gerne machen. Aber ich muss ja dann nachher arbeiten. Also kann ich das nicht machen. Da ist eine... Ist das eine Naval Invasion oder sind das noch verbleibende Truppen, die da einfach mal waren vor ein paar Jahren? Ah, Dänemark möchte dem Reichspakt 3 beitreten. Ja, gerne. Ich weiß nicht, ich glaube, dass das einfach noch Gebiete waren. Wir sind ja hier vorgestoßen. Und dann war es das auch für uns. Hört mal auf, hier anzugreifen, by the way. Nicht angreifen, ganz wichtig. Nicht angreifen. Oh, jetzt machen die uns hier sogar kalt. Das ist nicht ganz so toll. Wenn die es nämlich da schaffen würden, durchzubrechen, habe ich jetzt schon ein Problem. Nur leider durch unsere eigene Offensive. Also dadurch, dass wir angegriffen haben, haben wir uns da ein bisschen natürlich selber geschwächt, sage ich mal. Ansonsten wären die da niemals reingekommen. Wohin fährt der Panzer nach Süden? Da brauche ich ihn aber nicht. Mal die Infanterie dort mit hinschicken. Die Infanterie auch dort mit hinschicken. Hoffen, dass das reicht, um die Front zu halten.
Crown Prince Wilhelm offered army command. He will command die Heeresgruppe Kronprinz One again. Jawohl. Möge er mitkämpfen. Die Halifax Conference. Leaders from the Ente and the Reichspark gathered in Halifax today in order to discuss the possibility of a cooperation. What this cooperation would consist of was not difficult to ascertain. Military and naval access between all members. The willingness on the part of the Reichspark to stay out of both France and Great Britain once the war is done. Okay. Würden wir das wollen? Ich weiß es nicht. Generell sind wir in einer relativ schwachen Situation eigentlich durch diesen großen Krieg. Ja, das ist richtig, ja. Koch. Ich koche immer vor mich hin. Ganze Zeit. So, our demands. Staying out of both France and Great Britain in the peace conference. Following our future victory would mean that the German Empire walking away from a long and costly war with a little to show for it. Also wir sagen, they recognize the former colonies in Africa and Asia as ours. The British must renounce their claim to Northern Ireland. Let us proceed to the treaty. Also den Claim von Alsace-Lorraine auf alle Fälle. Schauen wir mal. Ah, wir haben sie eingekesselt. Hervorragend. Dann löschen wir sie doch auch gleich mal aus, wenn wir sie schon eingekesselt haben. Das sollte jetzt dann kein Problem sein. The French state refuses. Okay. Dann sollen sie Mitteleuropa beitreten. Deswegen ist Krabbe auch so, wie er ist, ja. Verrückt. Willkommen in der Gastro. Die haben leider Luftüberlegenheit. Das ist das, was uns hier ein bisschen zu schaffen macht, dass sie Luftüberlegenheit haben. Okay. Sind jetzt beigetreten? Ja. Ich sag mal so, man kann ja Abkommen brechen, ne? Nee, das Video war nicht vor dem Koch da sein. Bin schon seit 15 Jahren in der Gastronomie bald. Wir kooperieren jetzt auf alle Fälle mit der Ente. Es geht in dem Fall jetzt erstmal um die Sicherheit unseres Landes. Um das Überleben unseres Bündnisses. Und da müssen wir halt auch leider bereit sein, Opfer zu bringen. Sind die echt vorgestoßen, wa? Die krassen. Dann greifen sogar noch weiter an. Wir müssen nur aufpassen, dass wir hier unten nicht eingekesselt werden. Das wäre nämlich sehr unangenehm. Öl haben wir übrigens gar nicht mehr. Öl ist quasi nicht vorhanden, ist gut. Das ist auch das Problem, weshalb wir aktuell kein Rumänien. Ihr seid doch Freunde, oder? Ja, Freunde ist relativ. Okay, was hat Dänemark gemacht? Dänemark hat jetzt mit allen Frieden geschlossen. Auch interessant. Feiglinge. Blackdrift wünsche ich dir auch einen schönen Sonntag. Grüß dich. Ist das jetzt, sind das jetzt Aufstände oder was treiben die? Oder haben die die Front durchbrochen? War das ein Aufstand? Wo kommen die denn her, bitte? Da oben sind übrigens keine Truppen, auch interessant. Dann marschieren wir doch einfach mal da rein. Finland has called Brazil as our ally. We have received a letter from King Gustav V. von Schweden. Er ist erfreut über das, was aktuell passiert.
Ja. Doch sehr nett von ihm. Der könnte doch auch unterstützen und seinen Arsch hierher bewegen und mitkämpfen. Weil Schweden ist auch immer ein gern gesehener Verbündeter eigentlich, ne? Okay, ich glaube, das waren Aufständische. Aber ich glaube, wir kümmern uns auch schon drum. Ihr marschiert jetzt mal kurz vor, weil an sich sieht das doch hier alles sehr gut aus in dem Gebiet. Mit ihren Fahrraddivisionen. Oben aus den Hafen noch. Der ist nämlich auch noch verteidigt. Dann auf nach Zwolle. Ja, das sieht gut aus. Also ich glaube, Niederlande können wir vielleicht sogar bald zu Fall bringen. Ja, by the way, wir werden gerade komplett von Frankreich überlaufen. Auch interessant. Ja, Fortify der Rheinland, genau, ihr Scherzkekse. Gibt es irgendwas anderes? Army Training. Also wir haben jetzt dann zwar gleich die Niederlande erobert, aber dafür kollabieren wir an der anderen Front. Hier hingegen läuft es gut. Deswegen würde ich sogar sagen, dass wir die Jungs jetzt hier abziehen und die mit dringendst dorthin schicken, um hier das Ganze zu restabilisieren. Ansonsten ist jetzt hier gleich Murmel im Gelände. Vermutlich haben die Franzosen die falsche Fluchtrichtung. Wäre natürlich auch lustig. Also an sich ist alles rot. Mehr oder weniger. Aber das wird eine interessante Folge. Was ist denn das, dass die jetzt alle meine Agenten gefangen nehmen in Frankreich? Wobei das läuft schon, das Rescue. Das Rescue-Vorhaben. Aber man merkt hier auch schon wieder, dass es sehr... Also ich mag das nicht, wenn Mods hergehen und die Spionage so abschwächen. Das ist eh schon ein relativ schwaches Feature, außer die Kollaborationsregierung. Aber wenn die dann auch noch hergehen und das so abschwächen, dass du gefühlt gar nichts machen kannst, das stört mich schon ein bisschen, muss ich sagen. Bin ich ganz ehrlich. Aserbaidschan wants help from Iranian aggression. Nee. Kein Interesse. Müsste selber klarkommen. So, wir stoßen natürlich hier weiter vor. Ein bisschen mehr micromanagen an solchen kritischen Punkten. The Great Crusades. Right-wing circles have been calling for a crusade against the communal fronts ever since the syndicalists managed to oust the legal government from mainland fronts. Now their wishes have finally come true as a state of war now exists between our glorious fatherland and the nest of vipers. Manpower plus 100.000, politische Macht plus 100. So, Verstärkung ist drinne. Also seid mir nicht böse, aber... Nee, kann ich gerade nicht. Aber schaut mal, ich habe jetzt hier... Alle Agenten in Frankreich sind festgenommen worden. Ich meine, wofür der Boy Spionage nicht nutzen, wenn es nicht funktioniert? Weil... Das ist doch Blödsinn, sowas. Wenn ich 6 Agenten hinschicke und 3 Agenten werden innerhalb von ein paar Wochen gefangen genommen, dann kann ich mir das Feature sparen, weil dann brauche ich damit nicht arbeiten, weil dann wird das nie funktionieren. Warum greift ihr jetzt an? Ach nee, das sind die anderen, die angreifen. Soll ich das mal unterstützen? Just for fun. Okay, ihr könnt die übrigens auch gerne unterstützen. Ja, der Spionage-DLC ist schon sehr umstritten. Ja. Ich bin auch nach wie vor kein großer Fan davon. So, es gibt die nächste größere Offensive. Das Hauptproblem ist einfach die... Wir müssen jetzt uns auch hier... Das ist jetzt schon... Luftüberlegenheit ist ein Witz, aktuell so ein bisschen. Die Franzosen machen uns da ein bisschen den Gar aus. Was haben denn die für eine Luftwaffe eigentlich? Hey, so viele Flugzeuge haben die aber auch nicht. Ich vermute mal, dass die Briten da mit drinne stecken. Ja, die Briten haben eine große Luftwaffe. Ja, ja. Hör mal alle her mit euch.
So, dann unterstützt ihr hiermit. Ihr auch. Man hat hier überall nur ratatatata. So, our Swiss assets nationalized. Ah, die Schweizer hintergehen uns, diese verräterischen Hunde. Ah, meine grünen Jungs sind übrigens auch endlich eingetroffen. Die sorgen hoffentlich gleich dafür, dass die Front ein bisschen stabilisiert wird. So, instant deployen wir gleich wieder ein paar Jungs, wenn wir sie schon haben. Ihr geht zu ihm mit hin. Ein Panzer mit dazu. Ihr geht zu ihm mit hin. Wo ist er denn überhaupt? Na, auf der anderen Seite, ist aber nicht so toll. Ein Panzer schicken wir noch zu dem anderen mit hin und dann gleich nochmal einen neuen Buben. Okay. Counterattack. Der Niederlandieros. Ihr greift nicht an, ihr supportet bloß. Ihr supportet mit. Organisation ist eh ein Witz. Ja, das sollte man doch eigentlich verteidigen können, ja, oder? Ich hoffe jetzt nicht, dass die es da echt schaffen, die Gebiete zurückzuerobern. Gut, Front stabilisiert, erfolgreich, wichtig. Russische Front, ja, wir verlieren vielleicht ein paar Gebiete hier da, aber ich glaube, dass die Russen hier erstmal lange dran kauen müssen, an dem ganzen Theater. Das lese ich aber gerne, dass dir Bayern gefällt. Bayern ist ja ein schönes Bundesland, ne? So, das funktioniert auch sehr gut hier, wobei. Ne. Müssten jetzt kurz hier angreifen, um unseren eigenen Truppen zu helfen. So, ihr könnt ja nur dahin oder dahin, ne? Ah, wobei, ne. Gar nicht. Schwierige Sache. Stimmt, die sind ja hier unten dann im Krieg mit Südafrika. Dem wünsche ich viel Spaß, den Südafrikanern. Warum Bayern besser als Sachsen ist? Ach. Ich habe nur gesagt, Bayern ist ein schönes Bundesland. Ich mische mich in solche Streitereien, welches Bundesland besser ist oder so. Da halte ich nicht viel von. Jedes Bundesland hat seine Vor- und Nachteile. Wir Bayern haben auch unsere Nachteile. Wir fühlen uns allen anderen überlegen. Das ist auch ein Nachteil. Da macht man sich sehr unbeliebt mit. So. Ah, nee. Wie viel Luftüberlegenheit die haben. Ist ja krank. We need more fighter. Militärfabriken baue ich ja generell, ne? Ja. Militärfabriken bauen wir schon. Aber man kann nie genug von denen haben. Unser Close Air Support ein bisschen verbessern. Und das war ein Fehler. Den die hier gerade machen. Ah! Nee, doch nicht. Ich habe gerade falsch geguckt. Wobei, es ist eigentlich nur ein Zweierfort. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir da reinkommen. Ihr supportet. Ihr geht dort mit hin. Gucken, dass wir da angreifen. Irgendwie müssen wir doch da reinkommen. Das kann doch nicht sein. Ah, die haben so viel Luftüberlegenheit. Das ist doch ein Witz. Weil jetzt haben wir... dafür haben wir jetzt hier Luftüberlegenheit, was auch immer mir die bringt. Und da oben mit hin. Euch schicken wir dort mit hin. Aktuell ist nämlich hier oben der Hauptschauplatz des Konflikts. Deswegen schicken wir unsere Gang mal komplett dorthin. Ihr geht auch dort mit hin. Immer noch kein Öl, das ist das Hauptproblem. Also wir haben schon Öl, aber wir haben noch nicht genug Öl. Das ist das Hauptproblem. Kannst natürlich handeln, was du willst. Das Problem ist, wir haben aktuell einen maximalen Verbrauch von 8,4 und einen Daily Gain von 7,9. Wird besser, aber ist noch nicht gut genug. Jetzt habe ich ja das auch schon extra erforscht.
bringt trotzdem nichts. Da kommen wir halt nicht hin. Trotz allem weiterhin feindliche Luftüberlegenheit. Wir haben doch noch... Ja, wobei, wenn wir einfach nur Close Air Support reinballern, wird auch nicht viel helfen. Ich sag, ich baller jetzt einfach mehr Close Air Support rein, aber was bringt es mir, wenn wir keine Luftüberlegenheit herbekommen? So, bis zum 2. Juli läuft der Müll. Bringt zwar nichts, weil dann die Agenten eben auf woanders gefangen genommen werden, aber gut. Ja, den Angriff könnt ihr euch jetzt sparen, das habe ich doch eigentlich schon vor einer Stunde gesehen. Einziger Vorteil ist, die sind trotz allem, haben jetzt so viele Truppen da stehen, dass wir ohne, dass sie ohne Luftüberlegenheit nicht durchkommen. Also auch mit Luftüberlegenheit nicht so durchkommen. Ich meine, das ist trotz allem sehr riskant und sehr schmerzhaft, was hier passiert, ja. Aber trotz allem ist jetzt noch kein kompletter Weltuntergang. Es ist schon Weltuntergang, aber nicht der komplette. So. Unsere Agenten sind gerettet worden. Die schicke ich jetzt alle mal nach Großbritannien. Wenn die jetzt da auch alle gefangen genommen werden, dann schmeiße ich das komplette System über den Haufen mit diesen blödsinnigen Agenten. So, dann versuchen wir mal Resistance Contacts zu machen. Schauen wir mal. Keine Sith-Spawner, ja. Ist schon recht, gell? Mexiko ist auch noch da, Mexikaner, ja. Auch niedere Kreaturen. Ah. Was machst du denn jetzt? An sich bin ich ja immer noch Fan von dem Lincoln Tree. Zwecks, ne? Manpower. Aber Manpower haben wir eigentlich nicht die großen Probleme. Wir nehmen Trench Warfare. Denk mal, das ist jetzt hier das Richtige in unserer Situation. Nächste große Offensive der Franzosen. Müssen wir nur gucken, ob da irgendwas rot wird. Dann müssen wir eigentlich notfalls reagieren. Verluste. 163.000 Mann, 240.000 Mann, 134.000 Mann. Wir haben aktuell mehr Verluste erlitten, aber die Franzosen, da schießen die Verluste jetzt dann doch ein bisschen in die Höhe gerade durch die Offensive hier auch mit. Wir haben vorhin am Anfang haben wir relativ viel Truppen verloren, das war relativ ungünstig. Ich habe davor, bevor die Ultra Historical Mod kommt, wenn überhaupt, kommt erstmal The Darkest Hour. Oder The Finest Hour? The Finest Hour. Ich hoffe mal, die Iren sind in der Lage, das zu verteidigen, was jetzt hier gerade kommt. Ansonsten ist Irland gleich Geschichte. Ich glaube, das sollten sie verteidigen können. Die haben den Hafen nicht verloren. Franzosen machen weiter und die Verluste von den Franzosen bald höher als bei uns. Das ist schon mal ganz gut. Alter. Union of Britain mit 2200. Da kannst du nichts gegen machen. Da kannst du nichts gegen machen, so traurig das ist. Hier ist gar nichts. Was? Ich überlege gerade. Mal drauf scheißen und sagen, okay, wir konzentrieren uns jetzt wieder auf Frankreich. Sagen, okay, wir holen uns Frankreich. So, wir schicken unsere komplette Luftwaffe jetzt nach Frankreich. Und greifen jetzt halt einfach da an. Weil ganz ehrlich, scheiß drauf. Dann machen wir da zum Beispiel. Hier ist zum Beispiel das schon mal passiert. Da habe ich nicht aufgepasst. Und jetzt schauen wir einfach, ob wir mit eigener Luftüberlegenheit halt hier reinkommen. Weil die haben jetzt gerade keine Flugzeuge da und wir schon. Schauen wir doch mal, ob wir das nutzen können. Nehmen wir nicht. Wir können es nicht nutzen. Im Gegenteil, jetzt kommen die dann sofort wieder auf eigene dumme Gedanken. Das ist aber schon in dem Gebiet, wo wir jetzt auch Luftüberlegenheit haben. Gell? Möchte ich auch mal dazu sagen eigentlich. Ah.
Riskantes Schauspiel, interessantes Schauspiel. Wird interessant. Vor allem, dass die... Ja, die Vision werden leider sterben. Ich glaube nicht, dass wir das noch retten können. An der Stelle. Jetzt haben die auch... Jetzt haben sie ihre eigenen Flugzeuge wieder hergeschickt, oder? Solche Säcke, echt. Ohne Witz. Stoppen wir hier wieder alles, was wir gemacht haben? Und den Ärmelkanal blocken. Aber das wird mir nichts bringen, leider. Gegen die feindlichen Flugzeuge. Einzige, was wir probieren könnten, dass wir den Nachschub blockieren, ja. Für die Briten und die britischen Flugzeuge. Aber ich weiß nicht, ob die nicht dann sogar noch genug, müssen wir mal gucken. Wir probieren es mal aus. Wir gehen mal den Briten ein bisschen auf den Sack. Mal gucken. Wir haben ja eigentlich eine starke Flotte. Schau mal, was das wert ist, eine starke Flotte zu haben. Die Russen, das Sinn macht, die da oben zu blockieren, ich weiß es nicht. Aber gucken, vielleicht können wir ein bisschen britischen Nachschub unterbinden. Nach Frankreich rein und britische Flotten. Austrian Intervention. Today the ambassador from Vienna stated that our southern neighbors are keen on helping out. Brothers in arms once again. Meine Freunde, das ist, denke ich mal, der perfekte Zeitpunkt. Das ist der perfekte Zeitpunkt, die Folge zu beenden. Da Österreich unterstützt uns und Österreich ist eine Supermacht. 110 Divisionen, 150, 160 Fabriken. Eine Luftwaffe von 1200 Flugzeugen, die uns unterstützen wird. Und ich würde sagen, an der Stelle geht es nächsten Sonntag weiter. Hier auf Twitch oder natürlich dann vor euch ein paar Tage später auf YouTube, falls ihr das auf YouTube dann anschaut, solltet später. Meine Freunde, wir sehen uns morgen Abend auf alle Fälle wieder. Zu, wie heißt dieses Spiel gleich wieder? Ready or Not spielen wir morgen Abend, genau. Aber der Kriegsbeitritt von Österreich, der dürfte auf alle Fälle ein riesen Gamechanger werden, denn Italien hat eine komplett unverteidigte Front. Und damit fällt hier unten alles. Also das wird interessant. Ja, das dürfte interessant werden. Auch die Russen kommen nicht wirklich voran. Das sieht auch gut aus. Ich werde jetzt essen gehen und danach in die Arbeit. Und morgen Abend sehen wir uns ca. 18, 19 Uhr zum nächsten Livestream. Ich weiß es nicht. Wir können natürlich gucken, ob jemand nochmal streamt. Da jemand noch auf den Sack gehen vielleicht. Einen kleinen Raid am Sonntagmittag. Spielt da noch jemand Hearts of Iron 4 außer mir? Hearts of Iron! Gibt es auch nicht so wirklich Leute, die da aus mir gerade spielen. Ah. Nee. Nee, lass muss heute sein. Gibt es keine Leute, wo ich sagen würde, das sieht interesting aus. Gut. Da mache ich einfach so den Stream aus. Bedanke ich euch allen fürs Zuschauen. Ja, war lustig, war interessant. Erste Stunde war sehr, sehr unterhaltsam mit dem Video. Euch allen noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr mit dabei wart. Haut rein. Tschö mit Ö. Tschüss mit Ös und bye bye.